Yo Leute, was geht? Euer Luki Berni ist mal wieder am Start und heute, ja, mit der nächsten und auch der dritten Folge der AC Mailand Karriere. Und heute zum Start der Episode gibt's auch schon ein sehr wichtiges Spiel und zwar in der Champions League. Denn dieses Spiel dürfen wir einfach nicht verkacken, weil sonst sieht scheiße aus für uns in der Champions League. Und wir wollen natürlich auch weiterkommen. Und Freunde, mir ist was aufgefallen. Und zwar war das mein Fehler in der letzten Episode. Wir können nicht mal Ryan Sessegnon direkt verpflichten, weil wir gerade keine Transferphase haben, sondern erst in 3 Monaten. Also sorry, dass ich da ein bisschen dumm war, aber das sollten wir jetzt schon verkraftet haben. Die werden wir aber jetzt auch nicht mehr, ja, bei Transfers machen, weil wir haben einfach nicht mehr das Geld. Außer wir verkaufen noch einen Spieler. Higuain ist ja jetzt zu AC Mailand gewechselt, ich sage nur. Ja, falls ihr unser Team noch nicht kennt oder falls ihr das Team von AC Mailand noch nicht kennt, das wir jetzt hier zusammengebaut haben, brauchen ja den Linksverteidiger, den gibt es jetzt leider erst in der Wintertransferphase und zwar mit Ryan Sessegnon. Aber ja, das ist unser Team. Yangto, Alenia sind Neuzugänge, genauso wie Marco Reus, den wir von Borussia Dortmund geholt haben. Ja, einen Rechtsverteidiger brauchen wir auch. Also Außenverteidiger muss man hier auf jeden Fall bald holen, weil sonst sieht es schlecht aus. Ja, weil erst in 3 Wochen ist Rodriguez wieder fit. Also Ende November wird er dann wieder da sein. Aber vielleicht brauchen wir ihn schon früher, aber ich denke, ja, wir bekommen auf jeden Fall rechts noch einen Ersatz und links sind wir mit Bayal schon gut dabei. So, und dann gehen wir rein ins Spiel gegen Sevilla in der Champions League und natürlich hoffe ich da mir einen Sieg, weil sonst sind wir schon so gut wie draußen. Also ich werde jetzt dieses Spiel hier noch auf Weltklasse spielen, aber dann auf jeden Fall im nächsten Spiel, das ich selbst spiele, werde ich auf jeden Fall auf Legende hochschrauben, weil ich halt zu gut bin, Kappa. So, und da sind wir auch im San Siro wieder. Ja, im Mailand, im San Siro, Italien. Gegen Sevilla spielen wir hier. AC Mailand gegen Sevilla. Ja, ich kommentiere das Spiel wahrscheinlich nicht Frank Buschmann und Wolf Fuß, sondern ich, Luki Perni. Könnt ihr auch auf YouTube abonnieren. Ja, Eigenwerbung Easter. Hier sehen wir eine Choreografie von den AC Mailand Fans. Und hier sind wir, der Trainer, ja, den ihr auch auf dem Thumbnail der letzten Folge gesehen habt. Ja, hier die Tabelle. Feyenoord haben wir ja letzte Episode geschlagen. PSG hat uns mal geschlagen im Livestream. Ich glaube, Sevilla hatten wir mal ein Unentschieden. Und hier unsere Aufstellung, wie immer, eigentlich ganz normal. Donnarumma im Tor, dann Conti als Rechtsverteidiger, weil wir einfach keine andere Wahl hatten. Und ja, Bailly halt noch Linksverteidiger. Sonst ist so ist wie immer. Bonucci müssen wir aber auch bald verkaufen, weil der, ja, verliert bald am Marktwert. Und ja, wir wollen den auf jeden Fall noch so für 35 Millionen oder ein bisschen mehr sogar noch loswerden, weil wir brauchen langsam das Geld wieder, weil wir es jetzt ins Mittelfeld bisher investiert haben, sehr viel mit Yangto und Alenia. Aber natürlich war der Reus-Transfer auch schwer. Ja, hier Standardaufstellung von Sevilla. Benjeda macht mir ein bisschen Angst. Ein 4-1-4-1 spielt Sevilla und ja, der Schiedsrichter legt den Ball zum Anstoß hin. Ich denke, wir haben genau. Oh, ich freue mich schon so auf FIFA 19. Mit der Original, ja, Champions League Lizenz. Und dann gehen wir rein ins Spiel. Abfahrt. Das ist jetzt André Silva. Und André Silva gleich mit dem 1:0 in der 5. Minute. Was für ein Traumstart für uns, für AC Mailand. Und was für ein Glückstor, muss man schon sagen, wie er den reinbekommen hat. Der Keeper sieht da nicht so gut aus. Den muss er eigentlich abwehren hier. Ja, den muss er haben, aber ja, der geht durch die Beine, oder? Nee, durch die Hand. Also nicht durch die Hand, sondern zwischen Bein und der Hand. Aber ja, dann heißt es halt 1-0. Eigentor wird das jetzt gewertet. Doch kein Tor von Silva, sondern Eigentor von Rico in der 5. Minute Abfahrt. Das ist jetzt mal Ben Yedder. Der spielt den Ball auf Sanabria, aber der bekommt hier keine gute Chance. So, gelbe Karte gibt's für Kier oder so. Ja, Simon Kier, gelbe Karte in der 32. Minute.
bisher wieder wenig passiert, genauso wie in der letzten Episode in der ersten Halbzeit. Ja, heute nur halt in der ersten Halbzeit das eine Tor, sonst nur so ein paar Schüsse, aber das war's auch schon wieder. Ja, weil ich den jetzt hier von der Entfernung, ich glaube, das sind so 35 Meter, vielleicht sogar noch mehr ungefähr, ja, mache ich den direkt, oder? Das ist Marco Reus und der zu André Silva. Und André Silva ist doch einfach nur krank. Hier eine fette Pfütze. Pfütze natürlich, nicht Pfütze. Ja, 2-0 André Silva. Doppelpack aus meiner Sicht. Ja, soll man das jetzt als Eigentor werten, das 1-0? Oder soll man das als Tor für André Silva werten? Ich würde es als Tor für André Silva werten, weil ja, einfach, ja, war halt ein Fehler vom Keeper. Aber trotzdem, der hat den jetzt nicht selber noch reingehauen, sondern der hat ihn halt noch so berührt. Aber EA Sports hat es dann als Eigentor gewertet und dann steht es hier 2-0 jetzt hier in der 35. Minute. So, jetzt mal Suso auf den Außen, bringt mal die Flanke auf Marco Reus und der Kopfball geht rein. Ich dachte, den hat der Gegner jetzt. Aber nein, Marco Reus bekommt den Ball noch irgendwie. Ich weiß auch nicht, wie er das noch geschafft hat. Ja, der Allergrößte finde ich jetzt ist er auch nicht, aber ja, schöne Tattoos hat er. Dann steht es 3-0. Ich glaube, jetzt ist schon bald Halbzeit. Ja, es ist jetzt die 45. Minute. 3-0 Marco Reus. Let's go. So, dann pfeift jetzt der Schiedsrichter auch gleich ab, denke ich mal. Nochmal eine Chance für Sevilla. Nee, wurde abgefangen. Und dann pfeift er zur Halbzeit, der Schiedsrichter. Und ja, wir führen mit 13-0 verdient, meiner Meinung nach. Ja, Sevilla bisher mit 0 Chancen. Also ich sollte auf jeden Fall bis zur nächsten Folge mal ja, umstellen auf Legende, weil da wird es auf jeden Fall nicht mehr so eindeutig. Das wäre auch das erste Mal, glaube ich, im Karrieremodus, dass ich auf Legende spielen würde. Wir gehen mal hier rein und wechseln mal auch zum ersten Mal in der Karriere. Wir bringen Kessié für Alenya, der jetzt hier schon müde wird. Und ja, danach bringen wir vielleicht auch noch Shalanulu für Reus rein, falls der dann erschöpft ist. Aber der sollte das noch ein bisschen aushalten. So, dann geht's weiter. Ich stelle mal schon vorsichtshalber auf sehr defensiv, dass auf jeden Fall nichts mehr anbrennt hier hin. Und dann schauen wir mal, ob wir den Sieg hier in San Siro behalten. So, jetzt war wieder Suso hier auf den Außen. Spielt den Pass zu André Silva. Der wird abgeblockt. Aber jetzt wieder eine Flanke auf Reus. Aber leider kommt jetzt wieder der Gegner dazwischen. Und dann bleibt es hier beim 3-0. Schöne Kombination jetzt hier. Und das ist wieder Suso. Und jetzt wollen wir es immer so probieren mit der Flanke auf Reus. Aber ich denke, das sollte ich jetzt lieber nicht mehr probieren, weil jetzt haben sie den Trick wahrscheinlich durchschaut. Boah, was ein schöner Pass an Suso. Und jetzt, Suso, mach nichts Falsches. Leg ihn doch. Er geht sogar rein und hä? Das wird jetzt nicht ernst. Nee, das ist wieder ein Eigentor, denke ich mal. Also wenn das jetzt als Tor für Suso gewertet wird, dann weiß ich auch nicht. Muss ein Eigentor sein, weil wenn, dann wird es auch für André Silva ein Tor sein. Weil der war hier am nächsten dran. Ja, war ein Ei. Oh mein Gott. Alter, Junge, was ist los mit Rico, Junge? Ja, muss los, Bruder, ne? Muss los, heute schon 2 Eigentore von Rico, ne? So, jetzt mal Marco Reus hier auf den Außen. Hat viel Platz. Marco Reus versucht jetzt nach innen zu ziehen. Hat noch den Ball jetzt nicht mehr. Jetzt hat ihn Bonaventura, der zu Kessié. Und Bonaventura auch mal drauf. Aber was war das für ein schlechter Schuss? Also, den muss man auf jeden Fall besser machen. Ja, und dann wechseln wir. Shalanulu geht rein für Marco Reus, der ja eine sehr gute Partie bisher gespielt hat und kommt jetzt da auch raus. Hier sehen wir den Wechsel. Hakan Shalanulu kommt für Marco Reus rein in der 84. Minute. Ja, ne, also ich denke mal, mit einem 4-0 sind wir hier durch. Und das ist auf jeden Fall realistischer als in dem Spiel in der letzten Folge, weil da haben wir ja 3-0 gegen den ersten gewonnen. Und hier gewinnen wir 4-0 gegen den letzten. Also das ist auf jeden Fall realistischer. Jetzt wieder. Jetzt haben wir keinen Marco Reus mehr drin, der Kopfball stark wäre. Aber Bonaventura hier nochmal mit einer Torchance. Und jetzt ist schon die Nachspielzeit. Und ich denke, das war's von der Partie. Ja, nochmal eine Chance. Aber ich denke, das war's. Ja, Sevilla
Machen sie hier noch was? Nein. Suso hat den Ball und dann ist es auch aus, die Partie. 4:0. Ja, schon mal ein Ergebnis, das du nicht, ja, jedes Spiel in der Champions League siehst. Also hier das erste Eigentor von Rico und dann war eigentlich schon der Lachs gegessen. Man hat gesehen, auch der Keeper war heute nicht so gut drauf. 2 Eigentore. Ja, so, dann schauen wir mal in die Tabelle in der Liga. Wir könnten sogar Erster werden, wenn Juventus Turin verliert. Aber ich denke, wir verlieren eher, auch wenn wir bisher 0 Niederlagen haben. Ja, Juventus bisher mit 9 Siegen, einer Niederlagen. Ja, wir haben 7 Siege. Marco Reus wurde Spieler des Monats. Wir bekommen hier mal wieder ein Angebot für Nationaltrainer. Will ich aber nicht werden. Das müssen wir im Stream machen. Also, ja, bald kommt auch wieder ein Stream. Versuch, vielleicht, ich weiß nicht, wann das Video kommt. Vielleicht ist ja gestern schon einer gekommen. Vielleicht aber auch erst morgen. Vielleicht kommt ja heute ein Double Upload. Und dann sind wir hier im Spiel auf einmal gegen Sassuolo. Schauen wir mal, wie führen 1:0 durch Bailey oder Bailly. Ah, Juve spielt, glaube ich, heute noch nicht. So, Cotrone für Suso. Ah, und Matri mit dem 1:1. Bitte, komm. Ja, Bonucci mit dem 2:1. Und sehen wir hier irgendwas von Juve? Nee. Vielleicht haben die noch nicht gespielt. Das kann natürlich auch sein, dass die erst morgen spielen. Nee, die haben auch gespielt, haben gewonnen und verteidigen auch den Platz auf dem ersten Platz. So, nächste Trainingseinheit. Verbessert sich keiner. Leider, Alenia steht kurz vor der 74. So, wieder nächste Trainingseinheit. Und es hat sich anscheinend wer verletzt. Die Shalanulu ist einfach nur in der Nationalmannschaft. Ja, da packen wir mal hier Kessié rein. Und vielleicht verbessert der sich, ja. So, die Trainingseinheit beginnt. Und ja, keiner verbessert sich leider. Ja, keiner geht auch irgendwie hoch. Aber ist uns gerade egal, weil jetzt geht's erst so richtig los. Jetzt hier erstmal das Transferangebot für Romagnoli. 24 Millionen von Sevilla, die wir natürlich besiegt haben. Also da kann man schon mal verhandeln. Vielleicht bekommen wir ein bisschen mehr raus. Also das wünsche ich mir auf jeden Fall. Hier noch so 30, 32 Millionen. Probieren wir es mal gleich mit den 32 Millionen. Sie gehen auf jeden Fall 2 Millionen hoch. Ja, ich mache mal ein Gegenangebot. Ich fordere 30 Millionen. Ja, und 30 Millionen nehmen sie dann auch an ohne Weiterverkaufsgebühr natürlich. Ja, nehmen sie für Romagnoli an. 30 Millionen auf unseren Nacken. Und ja, vielleicht können wir uns ja danach einen Spieler noch kaufen. So, und es kommt gleich das wichtige Spiel hier in dieser Folge. Das war ja zuerst das gegen Sevilla. Aber jetzt kommt noch ein wichtigeres. Und zwar gegen Juventus Turin in der Liga. Wir spielen zum Glück heim, aber das hat nichts zu heißen, weil trotzdem können sie uns, glaube ich, schlagen, weil wir trotzdem nicht so gut gerade sind. Also, wir könnten jetzt Rodriguez wieder reintun, aber Bailly ist gerade gut drauf. Deswegen, ja, lasse ich ihn erstmal hier noch in der ersten Mannschaft. Dann schauen wir mal, ob wir vielleicht sogar gewinnen können. Aber ich denke mal eher, das wird eher unwahrscheinlich. Ja, Biglia will spielen und halt Rodriguez, aber die beiden, die sind einfach keine guten Spieler mehr. Ich werde es jetzt nur simulieren. Erstes Rückspiel werde ich wahrscheinlich spielen, weil das wahrscheinlich entscheidender wird. Aber dann gehen wir rein gegen Juventus Turin. Ich leg den Controller weg und hoffe einfach mal. Scheiße, das beginnt schon mal sehr gut, EA Sports. Woo. Ja, 1:0 für Juventus Turin. Reus, nein! Marco, wieso machst du den nicht? Ja, Paletta. Die Palette kommt mal wieder rein. Alles klar, komm. Suso, Abfahrt. 1:2 steht es jetzt nun. Komm, gönnt doch noch ein Tor, alter Mann. Wegen diesen scheiß Cuadrado. Oder man kann auch auf Reus sauer sein, dass er den Elfer verschossen hat. Man weiß es nicht. Am Ende fragt man sich immer, woran hat es gelegen. Und dann so, nächste Trainingseinheit und auch die letzte dieser Folge. Ja, keiner verbessert sich leider. Suso ist aber auf dem Weg zu 84. Ja, und dann war es das auch von dieser Folge heute. Ich nehme jetzt schon 30 Minuten auf, ist eigentlich wenig für YouTuber, aber ja, für mich ist es schon viel, weil
Ah, ich nehme sonst nie auf. Ja, Stillstand leider bei Romagnoli und das war's das für heute. Wir sehen uns dann morgen wieder bei dem, oder übermorgen, keine Ahnung wann die nächste Folge kommt, bei dem Spiel gegen Paris Saint-Germain. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, dann lasst einen Daumen hoch da und natürlich auch ein Abo, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Ich hoffe, euch gefällt die Karriere. Die geht jetzt bis zu FIFA 19 und da werden wir die da wahrscheinlich weitermachen. Ich hau rein. Ciao.